Hi, LinTV ist wieder on air, beziehungsweise nicht so ganz on air, weil es heute ein weiteres Unboxing-Video geben wird, wo ich euch diesmal BTS Memories of 2014 vorstellen werde. Ja, überraschenderweise gibt es diesmal in dem Paket nicht wie bei dem Summer Package unheimlich viel zu zeigen. Also es ist eher mehr das Fotobuch, was total interessant ist. Deswegen werde ich euch im Prinzip gar nicht so viel dazu sagen, sondern einfach nur euch die Bilder des Fotobuchs genießen lassen und vielleicht den einen oder anderen motivieren zu sagen, ja, die Box würde ich auch gerne besitzen. Deswegen würde ich einfach sagen, lege ich direkt los und ja, ihr schaut einfach mal, was da so auf euch wartet. Schon. Ich freue mich tierisch darauf, das 2015er Konzert zu bekommen. Das ist nämlich erst diese Woche erschienen. Ja, und wie es wahrscheinlich viele, die auch so aus Asien bestellen, ja kennen, dauert der Weg bis nach Deutschland ziemlich lange. Ich werde auf jeden Fall dieses Konzertvideo bzw. diese Box auch mit einem Unboxing-Video untermalen. Und ich hoffe, dass es nicht sehr, sehr lange dauern wird, weil dann kann ich euch umso schneller daran teilhaben lassen. Ich freue mich sehr auf das Konzert, ja, das mir das anzusehen, weil ja, man so selten selber dabei sein kann, finde ich das ein sehr, sehr schönes Gefühl, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dabei sein zu können. Das hatte ich auf jeden Fall bei dieser 2014er Box auch schon gehabt. Also ich fand es sehr, sehr schön zu sehen, so wie die Jungs angefangen haben, weil die da gerade mal so, ja, ein Jahr auf der Bühne standen. Das hat man schon so gemerkt, dass es ein bisschen aufregend war. Deswegen bin ich gespannt darauf, wie das Ganze in dem 2015er Konzert sein wird. Ich glaube nämlich, da ist eine ganze Menge passiert. Deswegen, ja, wartet gespannt darauf, bis das nächste Unboxing-Video kommt und wir sehen uns dann sehr bald wieder. Also bis dann, tschüss!